So, und ich bin fast Stufe 71, wenn das so weitergeht. Und ich bin immer noch in einem Gebiet, das eigentlich für Stufe 65 gedacht ist. Sieht man ja hier, oder? Ja, doch, 65. Die sind hier schon Level 64. Also eigentlich bin ich viel zu hoch, aber ich kann nicht einfach alle Quests auslassen. Das ist auch irgendwie doof. Ich weiß ja nicht. Vielleicht fehlt mir das ja später. Ich habe keine Ahnung. Jetzt in Richtung Stufe 5. Nee, warte, es geht hier bis 75 geht das Add-on hier. Und danach müsste es weitergehen in Rohan, wenn ich mich nicht irre. Das heißt also, irgendwie komme ich doch recht schnell voran, muss ich ja sagen. Und hier ist ja noch so viel. Ich erinnere mich ja noch daran, da waren ja einige Quests noch. Also wirklich einige. Es gibt hier noch irgendwo ein Schneegebiet, da kommt man auch nochmal hin. Also nicht wirklich Gebiet, aber zumindest eine Region, wo Schnee liegt. Da gibt es auch nochmal Quests und dann war noch was mit einem Wald. Aber, na gut, das ist jetzt nicht sehr präzise, aber ich erinnere mich halt noch schemenhaft an einige Dinge. Und zumindest wird da noch einiges kommen, sage ich euch. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Dessen seid euch bewusst. Wir werden hier noch ewig stehen wahrscheinlich. Guck mal. Eine Leiter, die ich hinaufsteigen kann. Aber was bringt mir das? Huch, jetzt bin ich hier oben. Und jetzt? Ach ja. Jetzt bin ich hier oben und kann da natürlich... Ich kann durch den Balken durchlaufen. Ja. Ich weiß nur nicht so ganz, was ich hier oben soll. Außer vielleicht mal... die Aussicht genießen sozusagen. Oh, naja. Naja. Also, ist jetzt nicht so die beste... Huch, man kann hier runterfallen. Ist jetzt nicht so die beste Aussicht von da oben, muss ich ja sagen. Hier sind überall nur Berge. Ich dachte, man kann da gar nicht runterfallen. Erst bin ich da hingelaufen, dann ist er irgendwie stehen geblieben. Jetzt falle ich plötzlich auf der anderen Seite runter. Frag mich nicht. Na gut. Aber ich habe, interessanterweise habe ich überlebt. Frag mich nicht warum, aber ich habe überlebt. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, wer macht das nicht mal so aus 50 Metern oder wie viel das sind? Ja, so aus 15 Meter runterfallen oder so oder 12 Metern und dann einfach überleben. Das kann man ja immer mal machen. Das ist so Freizeitbeschäftigung, ja, für normale Menschen. Echt mal. Wie hoch ist das Ding? Ach, das sind sogar 20 Meter locker. Ja, habe ich einfach mal überlebt. Humpel ich halt ein bisschen für eine Minute lang, aber mein Gott. Ja. Ich finde es übrigens interessant, dass das Pferd dann auch humpelt, obwohl es ja gar nicht mit runtergefallen ist. Ich bin ja alleine runtergefallen. Wie kann das Pferd dann humpeln? Kann mir das jemand erklären? Na? Nicht? Ah, verdammt. Dachte ich es mir fast. Echt mal. Naja. So, stirb, du elender Bogenschütze. Nimm dies. Hier. Pfeile. Und so. Hier. Kriegst du in deinen Körper. Die tun doch weh. Na also. Geht doch. Eigentlich. Ich frage mich. Eigentlich ist das ja unrealistisch. Ich frage mich, wie das wäre, wenn das alles realistisch wäre. Das heißt, wenn man denen wirklich einfach so einen Pfeil in den Kopf schießt und dann pff, tot. Ja. Musste halt genau zielen, aber einmal pff, rein und tot. Natürlich auch im Gegenzug, wenn sie dir selber auch einen Pfeil in den Kopf schießen, pff, tot. Ne? Fragt man sich natürlich, wie wäre das Spiel dann? Wäre es überhaupt spielbar? Wäre es überhaupt möglich, das so zu spielen? Ich weiß es ja nicht. Also es gibt bestimmt solche Spiele, die spielbar wären, aber so MMOs auf dem Prinzip, also die auf dem Prinzip aufbauen, ich weiß ja nicht. Und die Spiele, die auf dem Prinzip aufbauen, sind wahrscheinlich eher Shooter. Kommt von Schuhe. Shooter. Das ist so, kriegst du im Schuhladen. Ein Shooter. Oh Mann. Nein, also jetzt mal im Ernst. Ja, ich weiß ja nicht. Weiß nicht. Was haltet ihr davon? Was würdet ihr sagen, wenn das so wäre? Oder einmal, weiß ich nicht, in ich meine, Pfeil durch den Kopf. Okay, was kannst du noch machen? Hier heißt jemand... Was? Gundula? Gause wahrscheinlich. Hat ihren Klaus vergessen? Naja. Ne? Willkommen. Schön, euch zu sehen.
Tja. Also wenn Gundula ihren Klaus vergisst, dann hat sie einfach keinen Kleber. Was? Ich weiß nicht, was ich hier rede. Also, jetzt, da die Patrouille zerschlagen wurde, sollten wir die Möglichkeit haben, herauszufinden, was hier im Knochental vor sich geht. Ja, was denn? Mein Govanen, bleib Ruhe einen finden. Moment und sprecht mit mir. Es gibt Berichte über auferstehende Unholde in den uralten Hügelgräbern entlang des Knochenbruchs. Diese Hügelgräber bestehen schon seit Generationen und wurden bis zu diesem Zeitpunkt nie berührt. Wir müssen einen Weg finden, die Hügelgräber zu schließen. Würdet ihr die Hügelgrabsöffnungen suchen und diese Eingänge versiegeln? Wenn ihr dazu bereit seid, reißt den Pfad hinab und dann Richtung Osten zum Knochenbruch. Findet Ila, wenn ihr die Hügelgräber versiegelt habt und berichtet ihm von eurer Tat. Okay. Und... Seid gegrüßt. Falls ihr etwas Zeit habt, so würde ich euch um eure Hilfe bitten. Bevor unser Lager angegriffen wurde, haben einige unserer Verbündeten einen Anstieg von wandelnden Toten im Knochenbruch im Osten bemerkt. Ihren Berichten zufolge waren ihre Vorfahren, ganz anders als in den Leichenklippen, bisher still. Würdet ihr die Unholde des Knochentals ausfindig machen und aus Respekt für unsere Dunländer-Freunde zur letzten Ruhe wetten, begebt euch zu Ila, der sich bei seinem Lager am nördlichen Ende des Knochenbruchs befindet, wenn ihr damit fertig seid. Also ich weiß ja nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich diese Quests, also diese Aufgaben doch irgendwie ein wenig wiederholen. Kann das sein? Also ich musste schon mal Unholde töten, ich musste schon mal Dunländer töten. Ich musste schon mal die Hügelgräber anklicken, damals glaube ich, ich weiß gar nicht, untersuchen nur. Jetzt muss ich sie versiegeln. Aber ich meine, wo ist da der Unterschied so wirklich? Ja, ich muss die Hügelgräber suchen und anklicken. Dann sind sie halt versiegelt statt untersucht. Ja, aber ist doch, also ich laufe auch noch in die falsche Richtung. Und es ist natürlich ein anderes Gebiet. Also, naja, doch schon, aber... Ja, ich weiß ja nicht. Was sagt ihr dazu? Ich finde das irgendwie ein bisschen, naja. Offensichtlich wurde am Budget gespart. Oder den Leuten fällt einfach nichts mehr ein. Das kann natürlich auch sein. Huch. Ach, hier ist ja gar nicht so tief. Also, ich finde das natürlich nicht so schön, wenn sich das dann doch wiederholt und man für verschiedene Quests immer die gleichen Gegner töten muss, auch wenn sie woanders stehen. Ja, hier kannst du ja mal ranzoomen, dann siehst du den mal in der Großaufnahme. Mit nicht ganz scharfen Texturen. Naja, gut. Und außerdem, naja, weiß ich nicht. Die Animationen sind jetzt auch nicht so... Also die Animationen an sich sind vielleicht okay, was natürlich... Ich weiß nicht, trotzdem irgendwie komisch, dass der halt die ganze Zeit rumsteht und dann erst zusticht. Guck mal, jetzt steht er wieder rum und dann schlägt er. Statt dass du richtig so einen Kampf hast, wo dann wirklich irgendwie, wo man irgendwie blocken kann oder was weiß ich. Das wäre doch mal was. Oh, das wäre richtig schön eigentlich. Na gut, hast halt in Assassin's Creed 4. Problem ist nur, wenn ich Assassin's Creed 4 spiele und ja, dann kämpfen soll... und mich verteidigen muss, drücke ich immer die ganze Zeit E, um zu, naja, den Angriff abzuwehren. Einfach die ganze Zeit E drücken und dann noch die Maustaste und zwischendurch mal Alt, um eine Verteidigung vom Gegner zu durchbrechen. Und das klappt bisher immer ganz gut. Das ist dann natürlich auch nicht ganz so toll, aber naja. Ich weiß nicht. Aber aktuell würde ich mir hier tatsächlich ein bisschen mehr Abwechslung wünschen, weil das hier ist doch ein bisschen... Also ich weiß ja nicht. Ich meine, gut, das Gebiet sieht ein bisschen anders aus, aber das war es dann aber auch schon. Mehr ist ja nicht. Es sind immer noch Tieflick, es sind immer noch Hügelgräber und... Naja. Ich weiß ja auch nicht, keine Ahnung. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Oder nicht komisch. Aber so. Gleich alles irgendwie.
Naja, ich nehme jetzt erstmal das Bündel hier mit. Ich muss mal, glaube ich, zwischendurch mal was essen. Siehst du vielleicht selbst, aber... So, der Schlussstein, den wollen wir mal versiegeln, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, ob die da nicht rauskommen. Ich meine, guck mal hier. Also, ich würde ja sagen, da kommen die auf keinen Fall raus. Niemals. Nie im Leben, also nie im Tode werden die da rauskommen. Ja, ich meine, guck mal. Hier ist alles zu. Hier ist alles versiegelt. Da kommt man nicht durch. Keine Chance, sage ich euch. Keine Chance, da rüber zu klettern und da durchzukommen. Ich sage euch, die werden da drin... Naja, die sind ja schon tot. Also, weiß ich nicht. Die werden da drin ihren Tod lang verharren. Und nie wieder hier hinauskommen. Da bin ich mir sicher. Ja. Das ist einfach... logisch. Das wird passieren. Ich sage es euch. Ja. Ihr mögt es mir vielleicht nicht glauben, aber... Ja, diese Steine werden die auf jeden Fall aufhalten. Hier genauso. Ja, alles gut versiegelt und da kommt niemand mehr raus und rein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Also wirklich jetzt. Bestimmt nicht. Also manchmal fragt man sich ja, liebe Entwickler... Schaut ihr auch mal ein bisschen genauer hin vielleicht bei dem, was ihr macht. Ich meine, da kommen die Leute raus. Ich soll das versiegeln und dann ist das irgendwie da halbherzig, liegen da ein paar Steine rum. Weißt du, oder auf halber Höhe halt. Ist doch irgendwie komisch. Ich weiß ja nicht. Ich meine, man hätte die Quest ja so machen können, dass ich zum Beispiel nochmal... Na gut, Steine rantragen ist natürlich schwierig. Hättest du mir vielleicht ein paar NPCs gegeben, die mir helfen, Steine zu schleppen? Weißt du? Wäre nochmal eine Abwechslung. Mir einfach ein paar NPCs geben, die helfen mir, dann Steine zu schleppen und das dann zu versiegeln, dass die da nicht mehr rauskommen. Weil so wie ich das gerade gemacht habe, kommen die da raus. Und zwar problemlos. Doch kein Problem, da rauszukriechen einfach. Einfach Beine in die Hand nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das könnten die sogar. Naja. Und dann einfach rüberklettern. Ja? Und dann bist du draußen. So viel zum Thema Versiegeln. Es tut mir leid, aber das wäre wirklich... Ich fände das wirklich... Achso, ich muss ja jetzt nicht hierhin, sondern zu wem denn eigentlich? Zu da hinten? Irgendwo zu wem? Ja, ich weiß nicht. Ich fände das irgendwie besser, wenn das jetzt so, ne? Weißt du schon. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn der jetzt? Hier hinten, glaube ich, oder? Ich glaube, ich muss hier lang. Sicher bin ich mir gerade nicht. Aber es erscheint mir die einzige Möglichkeit zu sein. Tja. Also wie gesagt, ein paar NPCs, die mithelfen, da Steine hinzuschleppen und das Ganze zuzumachen. Und schon wäre das Spiel ein bisschen abwechslungsreicher. Im Vergleich zu dem hier, was irgendwie... Naja, klicke das an und schon fertig. Ja, dreimal jeweils verschiedenes Hügelgrab anklicken und fertig. Das ist doch... Ich weiß ja nicht, aber es ist doch nicht spannend. Und sonst was. Und ich bin gleich tot, na toll. Ja, das klappt ja richtig gut. Muss ich ja sagen. Wo lande ich denn jetzt? Hier oben. Und wo ist das jetzt? Ich hätte vielleicht nicht durchlaufen sollen und, naja, vor allem nicht mit halbem Leben, aber ich habe ja auch nicht geahnt, dass das hier mittendrin ist. So, okay, dann kämpfe ich mich halt mal durch, bevor ich hier sterbe. Töte ich zumindest den hier, kann ja auch nicht schaden, aber komisch, die sind Level 66, die anderen waren 64, obwohl das doch hier früher Level 65 ist. Wieso sind dann die anderen da 64? Ich verstehe das nicht. So, greife ich nur irgendwen an? Nö. Und der auch mich auch nicht? Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal dahin, wo ich hin möchte. Nämlich... Ach, das ist ja schon hier oben. Ah, nur sowas. Ist ja gar nicht weit weg. Na, das ist ja auch interessant. So, dann die Flieg-Unhold. Würdest du bitte? Na, komm schon. Stirb. Tu mir den Gefallen. Das wäre toll. Ja, das... Es ist sehr spannend. Es wird auf jeden Fall sehr spannend werden in den nächsten Folgen. Ich sehe es schon kommen.
Es tut mir ja leid, aber ich zeige das Spiel so, wie es ist. Ja, ich habe ja auch schon mehrmals Anmerkungen bekommen, nicht nur auf YouTube, auch woanders, dass ich doch mal bitte die langweiligen Stellen einfach rausschneiden soll. Oder generell, dass das andere Leute machen und warum sollte ich das nicht machen? Aber die gehören genauso zum Spiel dazu. Ich meine, die Folgen sind ja schon 20 Minuten lang, wenn da halt langweilige Stellen drin sind. Weiß nicht, hast du vielleicht 10 Minuten Langeweile und 10 Minuten was Spannendes? Oder man weiß ja nicht, wie es weitergeht, ne? Ich meine, ich könnte theoretisch mal sterben oder ich erzähle irgendwas Interessantes. Also mehr oder weniger, ich weiß ja nicht, ne? Und deswegen möchte ich eigentlich nichts rausschneiden. Zumal, naja, ist auch irgendwie doof, weil ich müsste dann auch nochmal mehr spielen für den gleichen Inhalt. Also für 20 Minuten pro Tag, wenn ich dann immer 10 Minuten pro Folge rausschneide oder so, weil es gerade nur Kämpfen ist, dann, ja. Aber ich meine, wenn ich hier den langweiligen Teil rausschneide, dann ist eigentlich das Einzige, was ich mache, Questtexte vorlesen und dann wieder die Quest abgeben oder was weiß ich, weil im Prinzip ist es immer das Gleiche. Also wer es jetzt noch guckt, der findet es auch spannend, meiner Meinung nach, oder hat sich hier aus Versehen hin verirrt. Ich weiß es nicht. Ne, also denke ich mal, dass ihr damit auch zufrieden seid, sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht nach, das müsste Folge 493 sein. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der ein MMO schon mal so lange gespielt hat. Vielleicht WoW, aber Herr der Ringe Online, soweit ich weiß, nicht. Zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, wenn ich mich nicht irre. Also habe ich da, naja, Monopol jetzt nicht, aber zumindest das eigentlich das längste Let's Play, ne? So, Hashtag virtueller Schwanzvergleich, ja. Also, ich wollte jetzt mal vorlesen hier, bevor ich jetzt so viel quatsche. Der Gwirot möchte, dass wir Duvodiat willkommen heißen. Ja, ja, ja. Jetzt, da die Hügelgräber versiegelt sind, ja, und die Leute da überhaupt nicht mehr rauskommen, werden weniger Unholde aufstehen, auferstehen und im Land herumwandern. Es ist äußerst traurig, dass es so weit kommen musste. Ja. Ich habe euresgleichen noch nie gesehen. Die Misere des Knochentals bedrückt meine Seele. Die Leichen der Dahingeschiedenen sollten nicht derartig geschändet werden. Ich weine für die Gefallenen. Achso, ich muss schon wieder irgendwas fehlen. Ich bekomme hier so viele Sachen. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn damit? Ihr einhändiges Schwert? Oh, das ist aber nicht schlecht. Das kann ich mal nehmen, oder? Okay, nehme ich mal. Und dann möchte ich das mal anlesen und zwar da, Moment mal. Wo ist es denn? Da ist es ja. 61 Schaden und das hier hat nur 57. Ja, das hat sich doch einigermaßen gelohnt. Wie spät ist eigentlich? Was? Alter, wie die Zeit vergeht. Normalerweise trauen wir keinen Duvodiat. Doch vielleicht könntet ihr mir helfen. Besiegt Unholde nahe Plasmaru. Na toll. Werft das Joch ab. Es sind traurige Tage für unsere Leute, Duvodiat. Jene, die vor uns waren und uns generationenlang geführt haben, werden von jenen geschändet, die uns verraten haben. Ich fürchte, dass Plasmaru, das Hügelgrab unserer größten Helden, ebenfalls verloren ist. Doch vielleicht können wir dort mehr über das Böse erfahren. Der Eingang zu Plasmaru liegt östlich von hier. Reist dorthin und besiegt die Unholde, die außerhalb des Eingangs Wache stehen. Okay. Soll ich also jetzt hier die Unholde besiegen? Den hier auch schon? Ja, den hier offensichtlich auch schon. Na gut. Ich besiege mal ein paar und dann mache ich mal ganz kurz eine Aufnahmepause erstmal und dann... Ich muss ja das Ganze noch schneiden, encodieren und dann muss ich das irgendwann nochmal hochladen. Wahrscheinlich muss ich dann wieder... Ich glaube, ich... Bleibe ich einfach wach? Ja, das wäre sinnvoll. Bleibe ich einfach wach, bis die erste Folge fertig encodiert ist. Dauert ja nur 3 Stunden circa. Ist überhaupt nicht lang oder so. Und dann kann ich ja die hochladen und dann endlich pennen gehen. Und morgen früh nochmal aufnehmen vielleicht. Na, mal sehen. So. Also ganz schön, eigentlich ganz schön viel Organisation, die das hier erfordert, wenn man es mal so sieht. Ne, ich meine, ich muss, wenn man, naja, wenn man so kurz vor
weißt du schon. So. Also wenn morgen die Folge rauskommen soll, ist das ganz schön viel Stress jetzt in Ultra HD. Ich warte ja darauf, dass ich endlich einen schnelleren Prozessor kaufen kann, also bis die rauskommen. Aber das wird noch ein bisschen dauern vermutlich, von daher, naja, schwierig. Ach komm, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter hier, das ist ja, kannst ja nochmal. So, oder ja, jetzt habe ich so viel gelabert, jetzt mache ich aber die Quest nochmal fertig und dann gebe ich die beim nächsten Mal ab. Das wird ja jetzt nicht so lange dauern, die sind ja jetzt hier nicht so stark. Guck mal, der ist jetzt gleich tot. So, siehste, sag ich ja. Okay, hier ist noch ein Haupt... Ach, das ist er ja schon. Den soll ich schon besiegen. Also, den soll ich besiegen? Da ist er schon. Mensch, das gibt's ja gar nicht. Huch. Ich glaube, ich habe Grauen. Kann das sein? Ja. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil das hier ein Toter ist. Oh, der hat ein anderes Modell. Aber eine, naja, nicht sehr hoch aufgelöste Textur. Aber gut, wer guckt schon so genau hin bei solchen Dingen, ne? Normalerweise kämpfst du ja nicht in Ego-Perspektive. Ist aber theoretisch auch möglich, von daher... Naja, geht. Gibt's Schlimmeres? Ach, da gibt's sogar mehrere. Ihr habt den Astguren-Hauptmann besiegt. Ja, aber es sind ja mehrere da. Wieso denn den? Ihr habt einen besiegt, aber nicht den. Da steht ja noch ein zweiter. Naja, gut. Ist das halt so? Ja, was wollte ich noch erzählen? Ich weiß bloß nicht, was mache ich denn jetzt 3 Stunden lang? Ich könnte natürlich Star Trek gucken. Das wäre sinnvoll, oder? Ja. Ist halt blöd, weil ich muss das jetzt irgendwie... Also ich muss irgendwie die erste Folge direkt hochladen, weil sonst wird die nicht bis morgen rechtzeitig hochgeladen und encodiert sein. Zumal ich gerade auch aktuell Probleme mit dem Internet habe. Das fand ich auch so genial, weißt du? Ich habe dann gesagt, okay, es geht manchmal, dann geht es manchmal wieder nicht, ne? Und dann hat natürlich die Frau von der Technik angerufen, die das beheben sollte. Oder die von der Technikfirma. Habe ich nochmal einen Speedtest gemacht, dann ging es gerade. Jetzt hat sie den Fall geschlossen, dann habe ich nochmal, da muss ich nochmal anrufen. Dann kann sie den Fall auch nicht wieder öffnen, weißt du? Dann rufe ich dann nochmal an und sagt sie mir, nee, da müssen sie nochmal bei Telekolumbus anrufen. Und dann habe ich nochmal bei Telekolumbus angerufen. Jetzt dauert es wieder ewig, bis sich da wieder wer meldet. Toll. Ich meine, jetzt haben sie das Modem in die Beobachtungsliste gepackt. Hey, juhu, das ist ja toll. Das macht's aber auch nicht schneller. Also ich habe das Problem, dass ich irgendwie seit statt 4 Mbit Upload eher so 2 bis 3 habe. Aber auch nur zeitweise. Manchmal habe ich auch normal 4 und auch 128 Mbit Download. Aber meistens, also nicht meistens, aber manchmal habe ich wiederum dann auch nur 30 oder noch weniger Mbit Download. Und... Das ist natürlich nicht so toll, vor allem, wenn man extra so viel bezahlt dafür, ne? Und ich weiß nicht, woran es liegt. Eigentlich geht's ja sonst immer. Ich verstehe das auch nicht. Okay, ich soll jetzt noch ein paar besiegen. Ich glaube, das mach das beim nächsten Mal fertig, wenn die respawn sind, dann ist das ein bisschen einfacher. Weißt du, dann sind die einfach wieder da, dann kann ich die direkt umhauen, fertig. So, ist eh schon wieder viel zu spät. So. Hab ich schon wieder überzogen, schon wieder 1 Stunde und 7 Minuten. Ja, so viel zum Thema 20 Minuten Folgen. Ich meine, sind eigentlich rund 20 Minuten, aber immer ein bisschen mehr, ne? Muss ich ja sagen. Na gut. Aber, ach wow, jetzt fehlt noch einer hier. Kann nicht mal einer hier sein irgendwo? Ich muss doch irgendwo die da hinten zählen. Nicht, ne? Nee. Ja, jetzt ist natürlich keiner da. Egal. Beim nächsten Mal besiegen wir den einen fehlenden Unhold und... Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.